In der Vorbereitungsphase für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino nahmen sich unsere Kicker Zeit für Kinder des sozialen Vereins Torchance. Torchance habe ich mit meinem Bruder gemeinsam vor einem Jahr gegründet. Es ist uns einfach darum gegangen, dass wir Kinder, denen es einfach nicht so gut geht, unterstützen, den ein oder anderen besonderen Moment bieten. Und da ist heute zum Beispiel der Besuch beim U21-Nationalteam genau das, was wir mit unserem Projekt erreichen wollen. Für Teamchef Werner Gregoritsch ist es eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Trainingseinheiten. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, weil sie nicht nur teamfähig sind in der Gruppe, sondern auch ganz einfach Sozialkompetenz zeigen. Ich glaube, ganz einfach, das zeigt, dass Fußballer, die trotzdem auf höchstem Niveau sind und sogenannte Profis sind, auch immer wieder für andere Menschen Zeit haben, auch anderen Menschen helfen wollen oder mit ihnen zusammen sind. Und vor allem freut es mich dann, es gibt immer wieder eine Kommunikation von meinen jungen Spielern mit den auch noch jüngeren Spielern hier. Und das freut mich besonders und es ist ein sehr, sehr schöner, für mich, sehr, sehr schöner Ausgleich zum täglichen professionellen Training. Den Kindern hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, sich mit dem Fußballern zu messen. Jetzt haben wir nur das da drüben gemacht, da über die Stangen. Aber es macht voll viel Spaß und ich bin schneller als der Fußballer. Und unsere Nachwuchshoffnungen haben die Chance, sich sozial zu engagieren, mit Freude wahrgenommen. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, für uns ist das eine schöne Sache, wenn wir die Kinder einfach einen Spaß bieten können, wenn wir mit einer da ein bisschen kicken, ein bisschen Training machen. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten eine große Freude und ja, das machen wir immer wieder gerne. Aber es war, wie du sagst, für die Kids richtig cool. Für uns war es auch cool, wir haben mit denen auch Spaß gehabt und es ist einfach schön, wenn man den Kindern einfach eine Freude bereiten kann. Mentalcoach Enrico Kulowitz sieht diese Trainingseinheit auch als wichtigen Baustein für die anstehende Europameisterschaft. Nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch mental. Dieser Tag, natürlich ist Fußball wichtig für uns, umso mehr, weil es unser Beruf auch ist. Aber ich glaube, es gibt immer wichtigere Dinge und es ist so etwas, was uns settelt, zeigt, es gibt andere Seiten auch und wir schauen, dass wir das Beste dann bei der Europameisterschaft machen. Und ich glaube, dass das ein super Ding war, jetzt auch am Weg in der Vorbereitung dorthin.